Guten Morgen, meine lieben Brüder und Freunde, Anhänger dieser Andachten, die so vielen Menschen geholfen haben, eine tägliche Disziplin zu entwickeln, die es uns ermöglicht, eine frische, eine direkte Gemeinschaft und Beziehung mit unserem guten Gott zu pflegen. Danke an all diejenigen, die uns jeden Tag treu zusehen. Und auch Dank an all jene, die den Wunsch in ihrem Herzen haben, andere Menschen zu segnen, indem sie diese Andachten teilen und es anderen Menschen ermöglichen, mit gesunder Lehre, mit dem Wort des Herrn erreicht zu werden. Das Beste, was ihr alle tun könnt, ist, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine unserer Sendungen verpasst. Erinnert euch, dass wir nur diese Facebook-Seite Centro Evangelico Vida Nueva und einen YouTube-Kanal haben, wo ihr auch die Gottesdienste live verfolgen könnt. Ebenso wie dem Pastor online und andere Dinge, die wir von Zeit zu Zeit tun. Nun gehen wir direkt zu dem Teil über, der für uns heute relevant ist, nämlich Kolosser Kapitel 3, Vers 12, sagt uns das Wort des Herrn heute folgendes. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Paulus spricht hier zu uns darüber, wie wir leben sollen, wie wir uns verhalten sollen. Manchmal kann es zu Meinungsverschiedenheiten, zu Differenzen, zu Auseinandersetzungen zwischen den Brüdern in Christus kommen. Vielleicht auch zwischen Gliedern der gleichen Gemeinde. Wie nicht, wir sind ja Menschen, aber die Bibel sagt uns vorher, wie wir uns zu verhalten haben, was wir zu tun haben, wenn diese Konflikte zwischen Brüdern, zwischen Familienmitgliedern, zwischen Bekannten entstehen. Nun, das ist der Punkt, an dem Demut, Geduld, Barmherzigkeit, Benignität, Sanftmut, Mäßigung einsetzen werden müssen. Mit anderen Worten, was Paulus und diesen Brüdern hier und natürlich auch uns heute zu lernen versucht, ist, wie wir unser Christsein manifestieren sollen, wie wir uns verhalten sollen, wie wir uns jederzeit verhalten sollen. Die Eigenschaften, von denen Paulus hier spricht und die er erwähnt, sind Teil der Frucht des Heiligen Geistes, der, wie wir bereits wissen, in uns wohnt. Und deshalb muss sich dieser Heilige Geist, der in uns wohnt, der in uns lebt, in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens manifestieren, besonders wenn es um die Beziehung zu anderen geht, in unserem Charakter. Nicht, dass wir es immer schaffen, natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Gläubigen gibt, der seit seiner Bekehrung zu Christus nach vielen Jahren noch nie etwas falsch gemacht hat. Ich kenne keinen Gläubigen, der vom Tag seiner Bekehrung bis heute in perfekter Beziehung zu allen Menschen steht und nie Probleme hatte und der nie musste, sich zu demütigen und um Vergebung zu bitten und zuzugeben, dass das, was er getan oder gesagt hat, nicht richtig war, nicht in Ordnung war. Wir sind ja alle Menschen und wir alle versuchen, uns zu bemühen und die Grundsätze des Wortes Gottes in die Praxis umzusetzen. Ich sage, ja, manchmal gelingt es uns, manchmal nicht. Aber das bedeutet nicht, dass wir das Handtuch werfen und sagen, ich kann dieses Leben nicht leben. Denn wenn wir ehrlich sind, kann das christliche Leben nicht ohne Christus gelebt werden. Es ist ein vollkommenes Leben, ein Leben, das ständig mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Sanftmut erfüllt ist. Und der Einzige, der dieses Leben leben konnte, war Christus. Aber wenn wir dem Herrn erlauben, jeden Tag in den Augenblick unseres Daseins durch uns zu fließen und sich zu offenbaren, dann werden wir es erreichen können. Denn nur in Christus, mit seiner Hilfe, mit seinem Segen, werden wir ein siegreiches christliches Leben führen können.
Eines Tages werden wir um Vergebung bitten müssen. An einem anderen Tag werden wir erkennen müssen, dass das, was wir getan oder gesagt haben, nicht richtig war. An einem anderen Tag werden wir einen Bruder grüßen müssen, der uns vielleicht schon lange nicht mehr grüßen wollte. Kurz gesagt, es gibt eine Vielzahl von Situationen, die auf dem Weg entstehen können. Aber Gott sei Dank haben wir ein perfektes Handbuch, das wir wissen, die Bibel ist. Sie ist das Wort Gottes, durch das wir unseren Glauben stärken können. Und gleichzeitig wissen, wie wir uns in jedem Moment, in jeder Lebenslage, in jedem wir uns befinden, zu verhalten haben. Der Apostel Paulus selbst musste viele Male schreckliche Verfolgungen erdulden und von einer Stadt zu anderen fliehen, weil man ihn nicht predigen ließ, weil man nicht wollte, dass er sein Amt ausübte und das Wort so verkündete, wie es es predigte. Aber er sagt, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Deshalb, meine lieben Brüder, geht es im christlichen Leben nicht darum, unseren Verstand und unsere Köpfe mit Theorie und Wissen zu füllen und dazu noch zu vergessen, dass die Zeit kommen wird, in der all dies Wissen uns helfen muss, ein praktisches christliches Leben zu führen. Denn wir werden nicht den ganzen Tag, wie wir so sagen, auf einem Berg losgelöst von der Realität leben, sondern irgendwann müssen wir uns der Liebe stellen, von der wir sagen, dass wir sie haben, und auch der Barmherzigkeit, die wir haben sollten, und vielen anderen Eigenschaften, über die wir heute Morgen gelesen haben. Die Bibel sagt, wenn jemand euch Unrecht getan hat, nun, dann wenden wir uns der Vergebung zu. Wenn wir an einem Punkt kommen, an dem die Beziehung sehr schwierig wird, sehr bergauf, sehr kompliziert, dann heißt es Vergebung. Mit anderen Worten, meine lieben Brüder, möge der Herr uns helfen, ein praktisches christliches Leben zu führen, indem wir in jedem Augenblick und an jedem Ort, an dem wir uns befinden, die Liebe und Barmherzigkeit Christus zum Ausdruck bringen. Es ist nicht leicht, aber mit der Hilfe des Herrn können wir alles, denn Christus gibt uns Kraft und Stärke. Lasst uns also heute Morgen beten und den Herrn diesen Tag vorlegen und mit all den kommenden Umständen, den Prüfungen, den Kämpfen und den Bedrängnissen vorlegen, aber mit der Gewissheit im Voraus, dass der Herr mit uns ist und uns jederzeit helfen wird, so zu handeln, wie Christus in unserem Fall handeln würde, wie Christus auf diese Bedrohung, auf diese Kritik reagieren würde. Wie Christus in dieser Situation handeln würde, so müssen auch wir handeln, wenn wir uns in heiklen Situationen befinden. In bestimmten Momenten werden wir vielleicht nicht wissen, was wir antworten, was wir sagen sollen. Aber dann denken wir einen Moment nach über das, was der Herr getan hat, wie er reagiert hat, wie er gesprochen hat, und lass uns das Gleiche tun. Und auf diese Weise werden wir die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes in unserem Leben sehen. Beten wir und danken wir ihm für diesen neuen Tag und präsentieren wir ihm unser Leben, damit wir Kanäle des Segens sein können, sowie auch Zeugen für diese Welt, die uns beobachtet. Himmlischer Vater, danke heute Morgen, mein Gott, für das Privileg, das du uns gibst, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft zu leben und deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Sanftmut und deine Güte zu zeigen. Hilf uns, Herr, dein Wort in die Tat umzusetzen. Wir wissen, dass wir manchmal versagen. Wir wissen, dass wir manchmal nicht so leben, wie du von jedem von uns verlangst und forderst. Deshalb bitten wir dich um deine Hilfe. Deshalb bitten wir dich, dass du uns hilfst, jederzeit zu leben, das Leben Christus durch unser eigenes zu manifestieren. Wir legen unser Leben in deine Hände und danken dir für alles in Jesu gesegnetem Namen. Amen und Amen. Darum, meine geliebten Brüder, seien wir mutig. Lass uns den guten Kampf kämpfen. Lass uns mit Geduld den Lauf laufen, der vor uns liegt. Wir wissen, dass der Herr uns liebt, dass der Herr uns hilft und uns jederzeit stärkt. Lass uns die Demut haben, zu erkennen, dass wir manchmal Fehler machen, dass wir manchmal Dinge tun, die dem Herrn nicht wohlgefällig sind. Aber ich denke, dafür haben wir schon einen gewissen Reifegrad, oder nicht? Zumindest wird es von uns erwartet, dass wenn wir erkennen,
das, was wir tun, nicht richtig ist, dann Herrn oder wenn immer es betrifft, um Vergebung bitten. Und lass uns weitergehen und unsere Gemeinschaft und unsere Beziehung zum Herrn genießen. Ich möchte mich heute Morgen nicht von euch verabschieden, ohne zunächst all jenen zu danken, die jeden Tag für uns beten, dass der Herr uns erneuert, uns Weisheit schenkt, uns Kraft gibt und Gesundheit schenkt und uns hilft, weiter zu gehen und mit dieser Berufung, mit dieser enormen Verantwortung, die Gott auf unseren Schultern gelegt hat, weiterzugehen. Und wir danken auch diejenigen von Ihnen, die uns von Zeit zu Zeit unterstützen und unsere Beiträge schicken, damit wir weiter vorankommen und das Wort Gottes unter den Völkern verbreiten können. Wir bitten weiterhin um Gebet für unsere nächste Verantwortung. Veranstaltung in Guatemala. Vielen Dank an alle, die sich angemeldet haben. Wie ich alle sage, sind die Informationen bereits auf Facebook veröffentlicht worden. Alles, was ihr tun müsst, ist euch mit den Mitarbeitern, die die Veranstaltung organisieren, über die angegebenen WhatsApp-Nummer in Verbindung zu setzen. Möge der Herr euch segnen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag im Herrn und geben wir voran. Christus wird uns zu jeder Zeit helfen. Seid gesegnet, meine lieben Brüder und Schwestern.